Justin hat sich ein neues Auto gekauft, meine Freunde. Das schauen wir uns jetzt auch noch an. Das schauen wir jetzt auch noch an. War das nicht in den Trend sogar? Ich weiß ja schon, was es für eine Karre ist. Peace, Leute, willkommen zu einem weiteren. Kann das hier oben mal weggehen? Das habe ich mir nämlich noch nicht reingezogen, meine Freunde. Hat Justin da eine Ola Kalar-Brille an? Ich glaube tatsächlich schon, oder? Ein Video von mir, ihr seht schon. Ist das eine Ola Kalar-Brille, Chat? Jetzt mal ehrlich. Ist das wirklich eine Ola Kalar-Brille? Ganz ungewohnte Umgebung, mich mal hinten im Auto sitzen zu sehen. Ich muss es nicht großartig. Oh, Justin, das kannst du nicht machen. Spannend. Ah, nee, ist eine James Oro-Brille. Machen. Keckweh. Ihr seht schon im Titel, ich habe mir mein Traumauto gekauft. Es ist wirklich komplett unfassbar. Ich bin so aufgeregt wie noch nie. Meine Hände. Das ist ein Tesla, wo der drin sitzt, oder? Das ist ein Tesla, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, wie ich da gleich drauf reagieren werde. CL500 ja, ist das? Die Schlauen unter euch haben gesehen, vielleicht auf mobile.de. Ich habe meinen McLaren abgegeben, weil man kann ihn im Winter nicht fahren. Und das ist wirklich ein unfassbar geiles Auto gewesen. Wenn ich irgendwann mal wieder einen Sportwagen hole, wird es bestimmt wieder einer sein. Ah, er hat den McLaren verkauft. Okay, interessant. Ach, das ist ein Opel Corsa, danke. Aber wir sind jetzt hier gerade, kannst du gerne mal zeigen, bei Procar. Ihr seht schon das fette BMW-Logo. Und für was ich mich jetzt hier entschieden habe. Ich fände es so funny, wenn Justin sich jetzt einfach, also ich weiß ja schon, was für ein Auto es ist. Ich habe das Auto auch noch nicht gesehen, aber ich wusste auch vorher schon so ein bisschen Bescheid. Aber ich fände es so funny, wenn er sich jetzt einfach, doch, das ist ein Tesla von Jonah Plank, ne, meine ich doch, ja. Wenn er sich jetzt einfach einen 1er BMW oder sowas gekauft hätte oder einen Mini Cooper oder so ein VW Up Erdgas, das wäre geil. Das werdet ihr gleich sehen. Leute. Aber so in so Mint oder sowas, wisst ihr? Es war ein unfassbar krasses Jahr. Panzerkraftwagen. Ich wünsche mir, dass ihr vielleicht am Ende des Videos noch mein paar Worten lauscht. Aber jetzt geht's erstmal zum Auto. Ich zeige euch das, was ich mir hier geholt habe. Ich habe mit Justin letzter Zeit wieder ein bisschen mehr Kontakt. Wir schreiben immer so ein bisschen auf Instagram hin und her und so weiter und so fort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Freunde, Justin ist ein super, super humble Guy tatsächlich. Also ich finde das echt krass. Ich habe ihm das auch schon mehrfach gesagt. Das, was er sich da aufgebaut hat mit Peso und der ganzen Geschichte und seiner Kredibilität, hängt mit Luciano rum und so weiter und so fort. Das ist wirklich, wirklich krass. Also das ist wirklich krass und das bringt uns alle tatsächlich weiter. Deshalb kann man auch so Sachen wie jetzt Ola Kalar mit der Brille, gerade ein schlechtes Beispiel vielleicht, aber das verleiht uns allen in dieser ganzen Szene mehr Kredibilität. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach so eine Sache, die uns alle weiterbringt und uns allen die nötige Ernsthaftigkeit verleiht, dass so ein Macher aus einem ehemaligen Minecraft-YouTuber entstanden ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach so. Und ich bin wirklich unfassbar aufgeregt. Also stellt euch vor, wie aufgeregt ich bei der McLaren-Abholung war. Jetzt mal 30. Das ist wirklich crazy. Ja. Ich habe natürlich Jonah wieder am Start, der das Ganze hier filmt mit Technik-Like, ist ja der Kanal. Und wenn die beiden vorbeikommen, dann wisst ihr, es werden schwere Geschütze aufgefahren hier. Und natürlich mein Bro Mo, der mich hier auch emotional nochmal begleitet. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns, wenn wir reingehen. Ja. Das ist schon wild, ne? Okay, Leute, der Moment. Mr. Justin Fuchs, Alter. Damals angefangen als Supreme SFX, dann damals Pixel Wolf gewesen, zusammen mit Max und Luca unglaublich viel gespielt. Wir haben auch immer Teamspeak gegrindet, haben wir letztens noch drüber geschrieben. Einfach nur krass. Jetzt fährt der Junge in Rolls Royce. Wahnsinn. Moment der Wahrheit. Ich bin bereit, ja. Wunderbar. Also ich bin der Friedrich, hi. Wir sind hier bei Rolls-Royce in Köln. Und, ich wusste gar nicht, dass Köln einen Rolls-Royce-Standort hat. Da kann ich mich ja auch mal beraten lassen für einen netten Kaffee, oder? Vielleicht schon erkannt hat, im Hintergrund haben wir hier Justins neues Auto, einen Rolls-Royce Raid. Ja, speziell nach deinen Wünschen gemacht, wie du es haben wolltest. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe und denke auch, dass wir alles getroffen haben, wie du es haben möchtest. Ich bin sehr gespannt. Ich habe kein Bild vorher bekommen, kein Video gesehen und so. Also das ist jetzt wirklich auch meine erste Reaktion darauf. Ich bin super aufgeregt. Wilder Showroom, sehr, sehr wilder Showroom, muss man sagen. Was du jetzt sagst. Okay, dann let's go. Okay.
Oh, Digga. Oh, Junge, also das ist wirklich der einzige Rolls-Royce, der ja dann in Köln rumfährt. Oder einer der wenigen, ne? Das sieht krass aus. Der Sternenhimmel. Was für ein Auto. Was für ein Auto. Das sind wirklich Drake-Moves. Was kostet der? $400,000, ja. Ist das denn ein Neuwagen? Die Dame, da ist sie. Die Dame, der Engel. Ist ein kompletter Neuwagen. Rolls-Royce wird immer noch handgefertigt in Großbritannien. Das ist einiges wert. Wahnsinn, Digga, Wahnsinn. Alter, sieht das krank aus. Unfassbar. Alter, hast du das gesehen? Boah, das Heck, Junge. Oh, Digga, was für ein Auto. Also ganz ehrlich, mit der Schnauze, da passt ein V16 rein, Digga. Die das Emily, ja, genau. 10 von 10 geworden, so krass. Auch dieses ganz helle Grau, das sieht so, wenn man es nicht weiß und keinen Vergleich hat, könnte man denken, es ist weiß, aber ja, es ist ja, so ein ganz helles Grau. Das ist ganz leicht, sieht ja. Sieht auf Bildern und auf Videos noch ziemlich hell aus. Ne? Alter. Aber wenn man jetzt live davor steht, dann erkennt man schon klar, dass das Grau ist. Diese Rims, Digga, diese Felgen, anders. Krass. Gerade auch mit den schwarzen Akzenten, die wir hier überall finden. Müsste ein V10 sein oder sowas, naja, glaube ich schon. Was ist da drin, V10 oder V12, Chat? Natürlich auch sehr. Ciao, Parklücke in Köln. Ja, das kannst du vergessen, da kommst du nicht mal in. Also ich habe ja mit meinem Auto schon Probleme und ich fahre einen GT. Den langen, das ist auch schon eklig. Ja, diese Bicolor-Felge. Ja, also normalerweise sind die Klinken ja silber. Ich habe die jetzt auch noch schwarz lackieren lassen, damit man wirklich ja. So einen kompletten Look find hat. Finde ich geiler. Gut. So V12, krank. Ne? W12, okay. Alter, ich check das nicht, das ist 12 einfach Zylinder. Meiner jetzt. Einfach das Nummernschild, was ich noch so vor, als ich 18 geworden bin, frisch auf meinem Fiesta hatte, dass ich das jetzt auf so einem Auto singe, dass wirklich, bro, ich check das gar nicht. Das ist echt surreal. Das ist komplett surreal. Die Selbstmordtüren, die Suicide Doors. Allein die Türe so rum aufzumachen, das ist wirklich unfassbar. Ich bin wirklich sprachlos. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Das ist unfassbar. Ja, machen wir das Auto an, oder? Ist die Klappenanlage schon auf? V12, nicht W12, okay. Okay, dann Soundtest. Alter, was? Das hätte ich nicht gedacht. Das fühlt sich wirklich an, als wie in einem Traum. Ich konnte heute auch die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich so aufgeregt, weil ich bin die ganze Zeit aufgewacht, wie als Kind vor einem Urlaub oder so. Eins der krassesten Features überhaupt im Auto. Da sind die beiden Türknöpfe hier vorne. Bist du ready? Du musst da weggehen kurz. Ja, die Tür geht zu von alleine, ne? Ja. Alter, die Tür kann ich, weil wenn man jetzt so ist, das ist schon wirklich sehr schwer, da dran zu kommen. Krass. Ganz geisteskrank. Ja, krass. Ich stehe in dem Auto auch so gut. Ja, aber nur der. Wirklich jetzt. Ey, und Dings, wenn die Reifen sich drehen, dreht sich das hier nicht, ne? Ja, das ist ausbalanciert in der Mitte. Warum ist das Ganze natürlich auch hier drüber gedrückt? Hier siehst du jetzt noch die Originalfarbe, ne? Aber das ist jetzt kein großer Kontrast auch. Ja, das ist schön. Krass. Nochmal umlackiert sogar. Allein das da drin ist so wie so ein Teppich, Bro. Also so, hier so kannst du drin schlafen. Sich manche Autos im Innenraum. Ja, das ist gemütlicher als sonst Autos im Innenraum. Junge. Ja, Leute, ich nehme an, das war ein. Mit 22 so ein Auto finde ich nicht gut. Ach, warum, Chat? Warum? Man gönnt doch, oder? Geisteskrankes Video, wir haben zwar immer noch. Nee, ganz ehrlich, ich würde einen Panzerkampfwagen 6 Tiger mehr fühlen. Naja, klar. Denselben Tag, also ich habe das Ergebnis noch nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, also ich verlasse mich immer auf Jonah und sein Team, das wird wahrscheinlich komplett geistkrank. Allein wenn ich mir hier reinziehe, wie das hier alles gerade rüberkommt, das ist so surreal, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich sitze jetzt hier einfach in einem fucking Rolls-Royce Wraith. Das ist mein Traumauto.
seit so vielen Jahren, Leute. Und krass. Ihr wisst gar nicht, wie geisteskrank ich... Ist, wie ist hinten die Beinfreiheit bei so einer Karre? Das schätze, das hier jetzt gerade machen zu dürfen, erleben zu dürfen. Es fühlt sich immer an, als wäre es hier gerade ein Traum und ich wache gleich auf. Und dann bin ich immer noch in meinem Fiesta oder CLA oder so. Keine Ahnung, seit ich... Wann habe ich angefangen? Ich finde das Heck nicht so sexy, muss ich sagen, von vorne. Es ist ein spezielles Traumauto, das stimmt. Ein Rolls-Royce ist ein sehr hochgestecktes Ziel. Mit 9 oder so. Der CLA war auch mein Traumauto. Dank dir, Rivia Dickin. Den kannst du nächsten Monat wieder abgeben. Läuft gerade nicht. Ich habe mir meine Mom das erste Mal so eine 3-Fragezeichen-Kassette gekauft. Die drei Detektive da fahren ja auch in einem Rolls-Royce rum, beziehungsweise werden chauffiert. Und seit ich 9 bin, sozusagen, bekommt man so ab und an so ins Gedächtnis gerufen, ey, Rolls-Royce ist das krasseste Auto, es ist der krasseste Luxus, ist das krasseste. Ja, so ein Bugatti oder sowas oder ein Bentley ist auch natürlich ganz schön, ne? Klar. Das, was man fahren kann. Aber Rolls-Royce ist schon nochmal in Deutschland Königsklasse. Wraith, oder? Ich weiß nicht. Und warum ausgerechnet ich? Ich check's immer noch. Das ist halt das Ding, genau. Ich glaube, der ist da wirklich fast alleine mit diesem Auto. Es gäbe eine Menge Leute, die sich das kaufen könnten, aber ich glaube, man muss den Wagen sehr fühlen. Ich bin so unfassbar froh und das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass ich einfach meinen Traum leben darf, nachdem ich mir wirklich so unsicher war damals, ey, höre ich jetzt wirklich nach der 12. auf oder mache ich doch noch Abi-Final fertig? Soll ich wirklich zur Bank gehen? Dann habe ich zeitweise auch überlegt, ja, die Ausbildung abzubrechen, weil schon alles so super lief. Und ich habe es dann ja doch durchgezogen. Ja, same. Gleiche Story bei mir, Bro. Gleiche Story bei mir. Weil das ja sonst verschwendete Zeit wäre und ich auch wirklich dachte, dass ich bei der Bank bleiben werde. Dann hat sich dank euch natürlich alles so krank entwickelt und die Sachen, die ich released habe, kamen immer besser an und es wollten immer mehr Leute meine Sachen haben, dass ich jetzt einfach dieses Leben leben darf, was ich jetzt gerade lebe. Es ist wirklich krank. Ich hoffe, das sieht nicht komisch aus vor mir. Es ist eine rote Ampel und so. Deswegen, ich bin einfach etwas errötet, Leute. Ich hoffe einfach, ihr merkt, dass das für mich nicht selbstverständlich ist. Und ich hoffe einfach, dass das irgendwie keiner in den falschen Hals bekommt und so, weil ich eigentlich immer jemand war, der jedem alles gegönnt hat, was er sich gewünscht hat. Und natürlich läuft nicht immer alles glatt so. Einige Leute haben bestimmt gehofft, dass zum Beispiel die Black Friday-Sachen jetzt vor Weihnachten ankommen. Natürlich, es war eine Pre-Order. Aber das ist halt das Ding. Also Justin hat ja wirklich was geschafft in Deutschland, was komplett seinesgleichen sucht. Ich meine, die Ola Kala-Jungs sind auch auf einem guten Weg. Wenn es da nicht immer wieder ein paar kleine Stolpersteine gäbe und auch andere werden da sicherlich rankommen. Aber Justin war der Erste, der es geschafft hat, sein Image, seine Ästhetik zur Marke zu machen und daraus wirklich enorm krass Profit zu ziehen, aber auch natürlich halt das Fashion Game in Deutschland voranzutreiben. Also ich weiß noch, die ersten Designs, die haben sich sehr viel an Designern, die bekannt sind, orientiert und alles, was er jetzt macht, ist aus eigener Feder. Das ist wirklich krass. Also das ist wirklich... ja, das ist eigenständige Mode einfach und das finde ich schon krass. Ende Januar war angekündigt, die Jungs im Lager arbeiten 24/7 und bekommen das auch wirklich sehr, sehr gut hin, zeitplanmäßig. Ich hoffe einfach, mir nimmt das hier keiner übel und ja. Wie gesagt, ich habe den McLaren abgegeben, ich habe den zum sehr nicen Preis wieder verkauft und auch das einfach, dass ich mit 22 so nicht, ich wollte gerade aufzählen, so, ich konnte mir in diesem Jahr eine Wohnung kaufen für mein, das ist sozusagen wie meine Rente. Natürlich reicht das nicht, oder? Justin, lass uns talken, wenn du Immobilien investieren willst. I'm your man. No, no cap tatsächlich. Wer weiß. Ich bin gut vernetzt wie ein Angler mit einem Fischernetz. Ach, halt dein Maul, Revi. Ja, aber ich habe die Wohnung gekauft, ich habe mir dieses Auto gekauft, so, und gibt mir innerlich so eine geisteskranke Ruhe, dass ich keine Kosten mehr sozusagen habe. Natürlich gibt es hier und da mal wieder, wenn man sich irgendwas holt oder so. Aber so fix. Man zahlt natürlich ein bisschen Hausgeld für die Wohnung. Aber das, ich muss keine Miete für mich jetzt zahlen. Ich muss keine Autorate abbezahlen. Es ist meins. Und das ist für mich das Wertvollste. Das ist wertvoller, als überhaupt dieses Auto zu fahren. Einfach diese Ruhe, die in mir ist. Und das habe ich wirklich, das ist das Wertvollste, was ich überhaupt habe, diese Ruhe. Das ist geil, ich hätte die auch gern, keine Ahnung. Ich habe mein komplettes Geld halt weiter investiert in Immobilien und muss mir für meine Rente überhaupt keine Sorgen mehr machen, Alter. Ich kann mich eigentlich jetzt schon zurücklehnen, aber irgendwie, ich habe diese Ruhe irgendwie nicht, Digga. Ich habe sie einfach nicht, ich weiß nicht warum. Und dass ich
meiner Familie unter die Arme greifen konnte, die immer hinter mir stand und mich in allem unterstützt hat. Das ist wirklich das Beste auf der Welt. Und dafür das ist wirklich das Schönste. Es zählt nicht rein, dieses Materielle, was man sich, wo man sich jetzt mal einen Traum erfüllt, sondern so wirklich das, die Emotionen, die einen da verbinden. Ich denke, das ist... Ihr bekommt doch schon mit, wie unfassbar das hier alles für mich ist. Deswegen, dafür wollte ich mich einfach bedanken. Ich bin kein Mann von vielen Worten oder emotionalen Worten oder so, aber das wollte ich einfach, gesagt haben. Das ist komplett verdient. Und, am 1. Januar 2021, während der Pandemie, dass es mir so gut gehen darf. Es ist eine privilegierte Situation. Vielen Dank, Leute. Aber ich weiß auch, dass das von Ärzten kommt. Danke fürs Zusehen. Hey, lasst auf jeden Fall mal einen einzelnen Chat da, wenn ihr findet, dass er sich das verdient hat, Leute. Man muss ganz ehrlich sagen, Justin hat da wirklich hart für gegrindet und Justin hat das einfach verdient. Der hat dafür unglaublich viel auf sich genommen, Risiken tatsächlich hingenommen und so weiter und so fort. Also das alles, Leute. Ich war anfangs auch immer sehr skeptisch und Justin hat auch anfangs sehr viel Gegenwind erfahren, aber im Großen und Ganzen hat er es einfach geschafft, Mann. Das muss man ihm neidlos anerkennen und ich wünsche ihm da weiterhin alles Gute auf seinem Weg und hoffe, dass er das Ding bis zum Ende komplett durchgrindet, Mann. Das bedeutet mir echt viel. Dankeschön, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Es war mir sehr, sehr wichtig, diese Worte noch zu sagen, damit das nicht einfach so kommt, yo Leute, ich hole mir einen Wraith, das war's, sondern das hier noch zu sagen, das bedeutet mir viel noch. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt, das war echt krass. Danke an jeden, der mich unterstützt hat, egal wie lange, ob das noch damals die Gaming-Zeiten waren. Wenn man mal überlegt, ich habe früher mit Designs angefangen, bin zu Gaming, zu Minecraft, zu Call of Duty gegangen. Dann, ja. Ich kannte sogar schon als Designer, als er noch Intros gemacht hat, das wusste ich auch noch. Modevideos gemacht, allein dieser ganze Gegenwind, den man hatte und dass das jetzt genau das irgendwie alles doch so gefruchtet hat, das freut mich so krass. Einfach nur geil, Mann. Gut, einfach Leute. Nur verdient. Passt auf euch auf, bleibt alle gesund und ich wünsche euch wirklich nur das Beste für 2021. Haut rein. Dir auch, Bro. Wild. Deutsche Drake, ich sag's immer wieder, meine Freunde.